Vieles von dem, was im Internet geschrieben wird, ist dialogorientiert. Man sollte vermutlich besser von Multilogen sprechen oder einfach von Konversationen. Wir werden ein Beispiel einer effektiven Konversation grob analysieren, danach fragen, was diese Konversation so effektiv macht und daraus einige Tipps ableiten. Wenn wir uns dessen bewusst sind, was einen Austausch effektiv macht, verbessert das hoffentlich auch unser auf Dialog, auf Austausch, auf Konversationen gerichtetes Schreiben. Wir werden außerdem zwischen synchronen und asynchronen Anwendungen unterscheiden und die Rolle von J.C.R. Licklider besprechen, einem wichtigen Wissenschaftler in der frühen Erforschung von Computer und Internet. Wir gehen oft ganz natürlich davon aus, dass Konversationen im Internet flüchtig und nachlässig sind. Diese Präsentation soll dabei helfen, die Qualität unserer Internetkonversation zu verbessern. Auch hier geht es also wieder um die Erstellung von Inhalten, um Content Creation. Hier einige Beispiele für Internetkonversationen. Sicher standen wir alle schon einmal im Austausch mit einer anderen Person über E-Mail, aber vielleicht haben wir über diesen Prozess weiter gar nicht nachgedacht. Bevor wir fragen, was eine Konversation effektiv macht, hier zunächst einige Beispiele, wie Konversationen am Arbeitsplatz verwendet werden. Wir haben in einem anderen Video bereits Jason Fried von der Softwarefirma 37 Signals erwähnt. In Frieds Firma ersetzt Instant Messaging und auch der Austausch über Internetforen immer mehr die Face-to-Face-Kommunikation. Wenn die Kommunikation dabei falsch läuft, ergeben sich Fehler und man verschwendet viel Zeit. Ein bedeutender Teil der Ehre für die Erfindung und Entwicklung von Computer und Internet gebührt J.C.R. Licklider. Er sah die Bedeutung von Computernetzen und PCs voraus und er hat entscheidend zur Finanzierung der frühen Erforschung beigetragen, die zu beiden geführt hat. Diese Illustration stammt von einem Artikel aus 1968, in dem Licklider zusammen mit Bob Taylor die Konversation beschrieben hat, die wir heute führen. Auch nach gut 50 Jahren ist der Artikel noch lesenswert. Licklider war ein Visionär, dem wir einiges verdanken. Das ist ein Beispiel für einen effektiven E-Mail-Dialog. Lies das mal durch, was macht diesen Dialog wohl effektiv? Ein Grund für den Erfolg dieses Austauschs ist sicher, dass die Dialogpartner sich gegenseitig zitiert haben, was immer wieder an den Kontext der Nachricht erinnert. Sich gegenseitig zu zitieren ist wichtig, weil die Person, mit der man sich austauscht, in viele digitale Konversationen eingebunden sein kann. Es zeigt auch, dass man aufmerksam liest und auf das achtet, was der andere mitteilt. Die Dialogpartner erreichten so eine für beide akzeptable Verabredung. Winograd und Flores haben in den 1980ern ein System zur Konversationsanalyse entwickelt, als Internet und E-Mail noch in den Kinderschuhen steckten. Sie postulierten vier unterschiedliche Arten von Aussagen: Bitten um Aktion oder Erklärung und Aussagen, die Möglichkeiten eröffnen und Orientierung bieten. Winograd und Flores waren der Meinung, dass keine Aussage ignoriert werden sollte. Wenn also zum Beispiel eine Person um Aktion bittet, muss die andere Person reagieren. Und wenn ein Angebot akzeptiert wird, muss man sich als nächstes über einen Termin einigen. Winograd und Flores entwickelten ein Softwarepaket, das die Nutzer dazu zwang, förmliche Zusagen zu machen. Vieles daraus zwar in Folge nicht entstanden, aber die Autoren leisteten einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Natur von Konversationen. So hätten Winograd und Flores die Verabredung zum Mittagessen analysiert. Natürlich erwartet keiner, dass ihr alle Dialoge und Konversationen auf diese Weise analysiert, aber darüber nachzudenken verbessert hoffentlich Schreiben und Kommunikation. Die Verabredung zum Mittagessen, die wir gesehen haben, fand per E-Mail statt, aber es gibt noch einige andere Arten von Internetkommunikation. Diese lassen sich danach unterscheiden, ob alle Teilnehmer zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein müssen oder ob sie sich während der Unterhaltung auch an unterschiedlichen Orten aufhalten können. Wenn die Teilnehmer zur gleichen Zeit online sein müssen, nennt man das synchron. Wenn sie zu unterschiedlichen Zeiten zum Austausch beitragen können, nennt man eine solche Anwendung asynchron. E-Mails zum Beispiel sind asynchron. Vielleicht liest jemand seine E-Mails nur einmal am Tag und antwortet dann auf alle eingegangenen Nachrichten. Ebenso kann man noch lange, nachdem ein Blogbeitrag veröffentlicht wurde, mit einem Kommentar auf diesen Beitrag reagieren.
Chats hingegen sind synchron, die Chatpartner treffen sich zur gleichen Zeit online. Wir haben die Bedeutung von Internetaustausch gesehen und ein erfolgreiches Beispiel analysiert. Wir haben ein formales Schema kennengelernt, das dazu dient, Aussagen im Dialog und konversationsorientiertem Schreiben zu klassifizieren. Und wir haben den Hut vor JCR Licklider gezogen, der schon vor 50 Jahren wusste, dass wir uns online austauschen würden. Und wir haben auch gelernt, zwischen synchronen und asynchronen Anwendungen zu unterscheiden. Diese Tipps fassen die Ergebnisse zusammen.